Heute zeige ich euch alle meine Aquarien, Terrarien und Zimmerpflanzen. Willkommen, mein Name ist Bachi und heute gibt es mal wieder eine Roomtour. Es hat sich einiges getan. Falls ihr vielleicht neu hier seid, vor 5 Jahren habe ich mit den Aquascapes angefangen. Dann wurde es immer mehr und mehr und ich habe immer mehr Aquascapes aufgebaut. Vor ca. 1,5 Jahren habe ich dann bei Liquid Nature angefangen, einen Aquariumshop, und habe somit Aquascaping zu meinem Vollzeitberuf gemacht. Nebenbei habe ich noch meinen YouTube-Kanal aufgebaut, meinen Instagram-Kanal und hier mein Aquascaping Studio oder nur Scaping Studio. Dazu kommen wir später noch, zu den Namen und den Raum. Ist mein Wohnzimmer, also warmen Wohnzimmer eigentlich. Mittlerweile sind halt hier alle meine Aquarien und auch Terrarien und viele Zimmerpflanzen und halt auch mein Arbeitsplatz. Im Laufe des Videos gibt es auch noch ein Gewinnspiel, also bleibt unbedingt dran, damit ihr das nicht verpasst. Die ganze Tour wird heute auch ein bisschen entspannter, ein bisschen länger. Ich werde auf alle Sachen ein bisschen mehr eingehen, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich bin mal gespannt, wie lang das Video wird. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Die letzten Male habe ich ja versucht, das Ganze so kurz wie möglich zu halten. Und heute möchte ich mal alles genau durchgehen. Dann dauert das vielleicht ein bisschen länger. Fangen wir mal hier an. Also hier ist die Tür, wo man reinkommt. Und hier ist die nächste Tür. Hier geht es ins Schlafzimmer. Also hier rüber ist dann das Badezimmer, Küche und die Wohnungseingangstür. Und meistens sind die Türen auch offen. Jetzt für die Videos habe ich es halt zugemacht, damit man hier alles besser sehen kann. Hinter der Tür habe ich ein paar Bilder. Das sind zum einen Bilder von meinen alten Aquarien. Und das hier unten ist von ADA aus dem Kalender. Hier sind die Prints, was es bei Liquid Nature gibt, von The World of Green. Spiegelt alles ein bisschen. Und hier ist auch schon die erste Zimmerpflanze. Und zwar einen Geweihfarn habe ich hier letztens erst aufgebunden auf so ein Holzbrett mit Moos und bin gespannt, wie sich der entwickeln wird. Also schaut, finde ich, richtig cool aus. Ich hoffe, dass der gut anwächst. Ist jetzt noch nicht so alt und hat sich noch nicht so viel getan. Dann hier geht es weiter mit der nächsten Zimmerpflanze. Das sind Philodendron. Ich habe hier auch gerade überall so Gelbsticker verteilt, weil ich so ein paar Trauermücken habe. Also nicht wundern. Und hier sind noch so Raubmilben, weil ich vor kurzem oder vor einigen Wochen eigentlich sogar Tripse hatte und jetzt noch so ein bisschen zur Prävention. Mal schauen, also eigentlich sind sie jetzt schon überall weg. Aber das ist ein Philodendron Tortum, den finde ich richtig cool. Ich habe den hier auf so einen Wabikusa-Board gestellt mit einer Shihiros C2, damit der genug Licht bekommt und der wächst richtig gut an. Also das Blatt hier ist erst neu gekommen und auch das hier ist auch neu. Und hier kommt dann auch schon das nächste. Hier habe ich so einen kleinen Rankstab und finde ich richtig cool. Den geht es halt richtig gut. Ist halt mit Licht sonst schwierig, weil sonst hier drüben ist das Fenster. Das wäre sonst einfach zu dunkel ohne Licht. Dann geht es hier weiter mit dem Palodarium. Ich habe jetzt mal extra noch das Licht dazu gestellt, damit es einfach ein bisschen heller ist, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Ist immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Lichtern hier. Und das entwickelt sich richtig gut. Ist ja selbst gebaut, also das Glas habe ich hinten eingeklebt. War ein normales Aquarium, ein flaches. Beleuchtet wird das Ganze mit einer ONF Flat One 90, noch das erste Modell, so in etwa 12 Stunden pro Tag, so ein Tagesverlauf ist da eingestellt. Der Unterschrank ist ein bester Schrank, den ich am liebsten austauschen würde, der gefällt mir gar nicht, ist nicht so stabil. Und generell die ganze Unterschranksituation hier gefällt mir überhaupt nicht. Also da bin ich am Überlegen, was ich da machen soll. Ich hätte am liebsten eigentlich einen Schrank, der komplett über die ganze Länge geht und so 60 hoch ist oder vielleicht 80, aber eher 60, und wo ich halt viel unterbringen kann, weil auch hier beim Terrarium, wo wir nachher noch dazu kommen, ist es einfach so, wenn da drunter was steht, schaut das nicht gut aus und ich brauche halt auch ein bisschen Staufläche und generell hier hinten die Ecke gefällt mir auch nicht so gut. Also da hätte ich am liebsten noch einen Schrank, der die ganze Länge abdeckt, vielleicht noch mit ein paar Ebenen, vielleicht dass hinten in der Ecke was Höheres ist, wo mehr Ebenen sind. Bin ich auch noch am Überlegen und das kostet natürlich auch viel Geld, je nachdem, wie man was machen will. Wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Kommen wir aber zum Paludarium, das entwickelt sich richtig gut. Ich habe da jetzt mittlerweile ein bisschen was geändert bei der Bewässerung. Und zwar jetzt kann man sehen, es wird gerade nicht bewässert. Und zwar habe ich es so eingestellt, dass es immer für ein paar Stunden ausgeht, damit er für ein paar Stunden an ist und bewässert und damit er für ein paar Stunden aus ist. Also ich habe immer noch ein bisschen Schimmel. Also ich habe immer noch so ein bisschen Schimmel teilweise und so ein bisschen Kleber, aber das ist viel besser geworden als vorher. Vorher hatte ich auch viel Cyanobakterien und die sind jetzt mittlerweile fast komplett weg. Also das ist auf jeden Fall richtig gut. Die Pflanzen wachsen trotzdem noch gut, die sind noch immer feucht, werden noch ein bisschen trockener, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe da auch so ein bisschen was hier geändert. Ich habe hier ein bisschen Terratape gelegt, sodass alle Pflanzen feucht werden, weil vorher musste ich immer ein paar Pflanzen besprühen, so wie die hier. Ist jetzt auch verbunden mit dem Terratape und hier drüben ist auch alles befeuchtet, so dass ich halt nichts irgendwie besprühen muss und dass alles von alleine funktioniert. Nur ab und zu mal die Tillandsien, was hier oben sind, muss ich mal besprühen, weil sonst funktioniert das Ganze von alleine richtig gut. So von der Pflege, das ist echt pflegeleicht. Ich fülle einfach immer noch ein bisschen Wasser nach, ab und zu mal einen kleinen Wasserwechsel, aber eigentlich fülle ich hauptsächlich nur Wasser nach.
immer halt aus Muselwasser, damit das nicht zu hart wird. Und ab und zu mal ein paar Pflanzen zurückschneiden, ein paar braune Blätter weggeben, aber das hält sich echt in Grenzen. Das ist echt ziemlich pflegeleicht, das ganze Ding. Zum Wasserteil, ich habe die Kardinalsfische eingesetzt und habe auch letztens richtig viel Ritschia hinten reingeschmissen, damit die auch viel zum Verstecken haben. Und ich habe letztens vor ein paar Tagen erst gesehen, dass ein paar Babyfische da sind. Ich bin mal gespannt, was da durchkommt. Bis jetzt war ja noch nichts da, aber jetzt habe ich ein paar gesehen, die auch schon ein bisschen größer waren. Bin ich mal gespannt, ob das bald mehr werden. Ansonsten zum Wasserteil, hier ist ein bisschen was von dem Mausoleum, was reingekommen ist. Finde ich nicht schlimm, aber hauptsächlich sind halt so Naturmaterialien, irgendwelche Hülsen, irgendwelche Ehrenzapfen, ein paar Äste. Und der Unterwasserteil ist dann eigentlich nicht so ins Auge stechen, sondern halt mehr der Überwasserteil. Zum Überwasserteil, also ich gehe mal ein bisschen auf die Pflanzen ein. Also diese Laginella hier wächst gar nicht so viel, also die wird gefühlt nicht mehr. Mal schauen. Vielleicht fällt es mir auch nichts auf oder die wächst halt ziemlich langsam. Dann hier der Farn, da hatte ich einen ähnlichen, der ist dann irgendwann weggegammelt, den habe ich aber jetzt dann ersetzt und jetzt funktioniert der gut. Hier hinten die Orchidee, da kann man sehen, das sind ein paar hellere Blätter, die was frisch kommen. Also geht es der auch hier sehr ganz gut, die blüht immer wieder mal, aber immer noch ganz kurz. Dann hier die Schismatoglottis, wächst auch gut, hier kommt auch wieder ein neues Blatt. Und hier die andere Selaginella ist auch fast ein bisschen zu nass hier, glaube ich, deswegen wächst die nicht so gut. Dann hier der Farn hier, ist auch richtig schön. Hier habe ich einen Philodendron Mikans nachgesetzt, der es jetzt auch endlich mal anfängt zu wachsen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis der mal angefangen hat. Aber jetzt kommen da neue Blätter und ich hoffe, dass der halt hier rauf wächst und ja alles noch ein bisschen grüner wirken lässt. Sonst hier hinten habe ich ja so Alokasien eingesetzt. Ich glaube, das ist die Bambino. Und hier hinten die Pink Dragon. Also die wachsen hinten ganz gut. Einfach in Soll. Dann habe ich hier noch so eine kleine Pilea. Die habe ich letztens erst reingesetzt und dann auch die eine Selaginella. Hier habe ich auch nochmal die Schismatoglottis, hier die Anubias, hier eine Anubias Green Jade, die komplett weggegammelt ist, aber das Rhizom hat überlebt und jetzt kommt sie wieder nach. Und hier habe ich noch so ein bisschen Moose, hier habe ich ein bisschen den Moossporn-Mix ausprobiert, mal schauen, ob da was kommt. Hier ein bisschen Ricardia und das Mausoleum, dann hier ein weiterer Farn. Hier eine Raphidophora. Finde ich jetzt richtig cool, dass der anwächst. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kommen wieder neue Blätter und ich hoffe, dass der ein bisschen nach oben wächst und größer wird. Dann hier weiter oben ist ein Farn. Ich bin mir gar nicht sicher, was für ein Farn das ist. Ich glaube auch so ein Art Geweihfarn. Den habe ich auch vor einigen Wochen, ich glaube schon Monaten eingesetzt und macht sich auch richtig gut. Habe ich auf ein paar Stellen. Einmal hier und einmal hier drüben. Ist mittlerweile richtig gut angewachsen, hat am Anfang gar nicht so gut gehalten auf der Wand, aber jetzt ist er richtig fest. Dann hier weiter oben, die eine Orchidee hier, bekommt auch neue Blätter und wird größer, also geht es dir auch gut. Hier bei den ganzen Bromelien habe ich ein bisschen was ausgetauscht, ich weiß gar nicht, wann ich das gezeigt habe oder was man davon schon gesehen hat, aber sind ein bisschen andere vielleicht und hier ist auch noch eine andere, hier ist jetzt noch eine, hier die war von Anfang an da. Aber da habe ich ein bisschen was ausgetauscht und ein bisschen was in das Terrarium rübergesetzt. Ansonsten hier hat man vielleicht schon gesehen, das Moos, also das wird jetzt immer mehr und ist jetzt eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass die ganze Wand irgendwann voll mit Moos ist. Ich weiß noch nicht, ob ich dann vielleicht die Stämme hier ein bisschen vom Moos befreie, dass man die nachher noch durchsieht, die Korkstämme, weil sonst ist dann alles grün. Könnte aber auch cool sein. Sonst sind hier noch andere kleine Pflanzen hier, der Pulpitis deformis, was sich schön ausbreitet. Hier die eine Orchidee blüht auch gerade wieder mit drei Blüten, auch richtig cool. Und ich glaube hier hinten kommt auch eine neue, sieht man vielleicht ganz klein, kommt noch eine Blüte dazu, die eine ist ein bisschen verdreht, keine Ahnung warum. Und hier mein Highlight immer noch, der Anthurium, und der bekommt wieder ein neues Blatt. Ich glaube das hier war beim letzten Video noch nicht da, also bei der letzten Roomtour. Da war das ziemlich neu und jetzt kommt noch eins. Also wird das noch ein bisschen voller und macht sich hier, finde ich, auch richtig gut. Hier auch die Hydrocodyl Trepidita Mini, wird auch immer mehr und breitet sich aus. Also auch cool, dass es grüner wird. Mal schauen, wie lange ich die noch lasse oder wie viel ich da lasse, damit die nicht überhand nimmt und alles einfach überwuchert. Also ansonsten sind noch viele andere kleine Pflanzen, die wachsen. Und mir macht das mit den Terrarien aktuell richtig viel Spaß. Ich will auf jeden Fall noch mehr machen. So generell zu den ganzen Paludarien, was ich vielleicht anders machen würde. Ich glaube, eigentlich würde ich gar nicht so viel anders machen. Also das mit der Bewässerung, dass sie immer wieder mal ausgeht, habe ich ja jetzt geändert. Also so funktioniert es richtig gut. Vielleicht würde ich das Ganze doch so bauen, dass man es zumachen kann. Also die Seiten komplett zu
und auch vorne mit einer Scheibe, so dass man vielleicht auch Tiere einsetzen kann. Das ist aber echt Geschmackssache, ob man halt Tiere halten will oder nicht. Ich glaube, ich habe da schon mehr Lust zu, in Zukunft noch ein paar mehr andere Tiere zu halten. Also muss ich mal schauen. Aber ich glaube, umbauen werde ich es nicht. Das wird halt immer ohne Tiere bleiben. Beziehungsweise nur mit Fische in Wasserteil. Weiter geht's mit dem Pfeilgefrosch-Terrarium. Also wie schon gesagt, also ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Unterschranksituation. Da stehen halt ein paar Sachen drunter. Vielleicht verkleide ich das erstmal noch, bis ich dann irgendwie so einen kompletten Unterschrank für alles habe. Oder mal schauen. Also bin ich nicht so ganz zufrieden. Also es hält, es ist alles stabil, es steht auch gerade, ich habe alles ausgerichtet. Ich würde sagen, ich nehme mal die Glasscheiben raus, damit ihr auch mehr sehen könnt. So wie ihr vielleicht sehen könnt, ist jetzt noch eine andere Lampe über dem Terrarium. Und zwar eine Shihiros A+, noch eine alte Lampe, die nicht so ein schönes Licht macht. Aber weil ich die Skylight Hyperspot noch über den 90B habe, ist erstmal die hier als Übergangslampe. Funktioniert auch, aber ist halt nicht so gut vom Licht. Hier ist auch schon ein kleiner Frosch. Kein echter, keine Sorge. Ist eine kleine Figur. Und die Frösche werden auch in das Terrarium kommen. Also da freue ich mich drauf. In ein paar Wochen ist dann auch soweit. Generell zur Entwicklung von Terrarium ist sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Alles wächst gut an. Zeige ich euch gleich noch in den Detail. Beregnungsanlage läuft dreimal am Tag für, ich glaube, 30 Sekunden waren das. Ich habe jetzt auch einen Lüfter eingebaut hier hinten, der jetzt aktuell reinbläst, damit die warme Luft von oben nach unten kommt. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Ich werde vielleicht noch vorne so ein Heizkabel einbauen. Fangen wir unten an. Vielleicht fällt euch schon was auf. Hier fehlt die Wasserschale. Die hat mir einfach nicht so gefallen. Die hat optisch nicht so reingepasst zu den anderen Steinen. Die hat so hell ausgeschaut und mit dem Licht noch heller. Da wird noch eine andere Schale reinkommen. Wenn die Frösche noch reinkommen, kommt da mal rein, was ein bisschen dezenter ist, vielleicht auch ein bisschen gräulicher. Ah, dann kommt noch eine Wasserschale rein. Jetzt erstmal habe ich noch ein paar mehr Blätter reingelegt. Hier die Kokosnussschale mit dem Ricardia. Das wächst noch nicht so gut an. Mal schauen, wie das funktioniert. Hier habe ich noch eine Bilea nachgesetzt, die habe ich von Gerhard bekommen. Das Polsterkissenmoos, da hat sie noch nicht so viel getan. Hier auf der Seite der Ficus wächst auch schon an der Wand. Und hier habe ich noch so ein kleines Stück von der Pilea eingesetzt. Und hier die Sibo Blue. Wächst auch schon. Und man kann sehen, die Wurzel schon richtig gut an der Wand. Also auch hier hinten. Ist glaube ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, hier sieht man es. Die Wurzel ist schon richtig lang. Also denke ich, geht es dir auch richtig gut. Ich schaue jetzt mit dem Licht hier unter der Lampe gar nicht so schön aus. Also es ist mir fast ein bisschen so blass. Das wird dann mit der Skylight Hyperspot auf jeden Fall besser ausschauen. Dann hier hinten habe ich noch einen Philodendron Melanochrysum eingesetzt, das ist ein ganz kleiner Ableger davon, und hier drüben auf der Seite ist ein bisschen ein größerer davon, ist auch ein kleiner aber noch, und er wächst hinten an der Wand auch schon fest, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja, hier hinten sieht man vielleicht die Wurzeln, es wird sich auch schon ziemlich gut eingewachsen, den habe ich so ein, zwei Wochen nachher eingesetzt, und hier die Alocasia Jacqueline bekommt schon neue Blätter, beide Teile, also beide Pflanzen, was ich eingesetzt habe, bekommen neue Blätter. Bin ich schon sehr gespannt, wie groß die wird und wie schnell das geht. Dann hier zum Anthurium. Das Blatt hier ist ja gerade gekommen, als ich den eingesetzt habe. Also es war noch ziemlich klein und auch die Blüte habe ich jetzt erstmal gelassen. Ich weiß, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, weil die nicht bestäubt ist. Aber ich wollte es mal sehen und habe sie jetzt erstmal nicht weggeschnitten, weil der Anthurium eh ziemlich gut festgewachsen ist. Also die Wurzeln schon alle sehr gesund aus und hier wachsen die Wurzeln schon weiter und werden so rötlich. Und auch hier wächst die Wurzel schon weiter. Also schaut das sehr gut aus. Auch hier hinten, das sieht man vielleicht nicht so gut, aber der wächst schon richtig gut fest und den scheint es hier richtig gut zu gefallen. Bin ich mal gespannt. Dann hier die Bromelien, die schauen gut aus. Sind jetzt irgendwie auch schon ein bisschen fester. Ich weiß nicht, die wirken einfach ein bisschen saftiger jetzt, wo sie jetzt in den Terrarium drinnen sind. Der Transport ist immer so ein bisschen Stress für die Pflanzen. Aber es haben alle Pflanzen überlebt. Also auch hier der eine Farn hier. Schaut sehr nice aus, der gefällt mir richtig gut. Mit den Adern. Ich weiß gar nicht, was für ein Farn das war. Aber wenn ihr die ganzen Pflanzen wissen wollt, dann schaut in das Terrarium-Video rein. Ich habe hier noch so eine Orchidee eingesetzt, die im Paludarium war. Und hier wächst auch schon das Moos ein bisschen. Ich glaube, das ist das Korallenmoos, das Ricardia. Noch ein bisschen was von den Deformes habe ich hier reingesetzt. Dann hier unten geht es weiter. Der Ficus wächst richtig gut an. Hier gefällt es ihm auf jeden Fall besser als drüben im Paludarium. Also hier ist nicht allzu nass. Es ist die Luftfeuchtigkeit zwar hoch, aber halt nicht so nass wie drüben im Paludarium. Die eine Bromelie habe ich jetzt hier hingesetzt. Also hier so senkrecht nach oben. Die war einfach hier nach vorne. Und das ist halt nicht so, wie die in der Natur wachsen, haben wir ein paar geschrieben. Deshalb habe ich sie jetzt hier eingesetzt. Also hier festgebunden.
Ansonsten hier hinten, der Farn bekommt auch neue Blätter. Bin ich auch gespannt, was das wird. Wächst aber auch schon gut an. Und auch das Ricardia. Und auch das Ricardia hier hinten wächst auch schon gut an. Ich habe hier auch noch so ein bisschen Moos dazu gegeben. Ich weiß aber nicht, ob das was wird. Also das ist schon ein bisschen vertrocknet. Mal schauen. Dann hier die Orchidee. Hat auch schon richtig schöne Blüten. Die hatte schon vorher geblüht. Wenn aber gerade immer noch mehr. Mal schauen, wie lange die dann blüht. Also das dauert ja immer so eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann verblüht sie und dann dort wieder bis ein paar Blüten kommen. Dann bei der Bromelie, die schaut auf Fotos, glaube ich, immer so aus, als ob sie sehr weit nach vorne geneigt wäre. Aber die ist schon eigentlich ziemlich nach oben. Also die werde ich lassen, auch wenn sie nicht so ganz nach oben ausgerichtet ist, sondern mehr nach vorne schaut. Aber finde ich jetzt nicht so stark. Vielleicht sieht man das im Video ein bisschen besser, dass sie schon eher nach oben zeigt. Dann hier die Orchidee, schaut auch gut aus. Hier kommt auch schon ein neuer Trieb. Hier habe ich noch so eine andere nachgesetzt. Und hier die große Alchimea, glaube ich, war das. Hat sich auch gut gefangen. Die hat ja nicht ganz so gut ausgeschaut, wo ich sie bekommen habe. Aber jetzt auch nicht schlecht. Und mittlerweile ist sie auch irgendwie fester, kommt mir vor. Also irgendwie saftiger und fester. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja, hier hinten habe ich auch noch eine Bromelie anders aufgebunden und mit Kabelbinder befestigt, dass die auch so senkrecht ist. Auch hier hinten habe ich die Bromelien ein bisschen anders ausgerichtet. Haben mir ein paar Leute in die Kommentare geschrieben und habe ich da ein bisschen umgesetzt und gleich ein bisschen verbessert. Hier sehe ich gerade, ist ein Blatt, was ein bisschen was abgefallen ist und braun geworden ist. Ist aber auch normal, dass ein paar Blätter halt immer wieder mal absterben und halt gelb werden. Solange es nicht alle sind und der Rest der Pflanze gut ausschaut, ist es nicht so schlimm. Hier die Orchideen da hinten. Da hat sich nicht allzu viel getan, glaube ich. Oder? Ah, ich glaube doch. Hier sind schon ein paar neue Blätter gekommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch hier oben. Die sind neu gekommen. Es dauert halt alles ein bisschen eine Zeit. Hier hinten der Farn ist auch noch da. Der wird auch ein bisschen größer werden, dass es auch ein bisschen voller ist hinten. Zu den Moossporen kann ich noch nicht allzu viel sagen. Das sieht man noch nicht so viel. Ich habe hier ein bisschen Ricardia auch auf die Wand drauf gegeben. Das wächst schon schön an. Auch hier hinten wächst es schön an. Und auch hier auf der Wurzel. Schimmelmäßig, vielleicht sieht man es ein bisschen, also ein bisschen Schimmel ist da, aber nicht viel. Das muss man auf jeden Fall beachten. Also es wäre auf jeden Fall besser, wenn man die Pflanzen erst einsetzt, wenn der ganze Schimmel weg ist. Wie beim Aquarium mit den Bakterienrasen kann es halt sein, dass manche Pflanzen den Schimmel nicht so vertragen. In dem Fall war es jetzt so, dass die ganzen Wurzeln schon in einem Aquarium waren und halt schon vorgewässert sozusagen, dann schimmelt die nicht mehr so stark. Aber wenn man Wurzeln hat und die extrem schimmeln, kann es sein, dass viele Pflanzen davon absterben und dann nicht wachsen. Das will man natürlich nicht haben. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und was ich auch noch vergessen habe in dem Bepflanzungsvideo, war der erste Besatz. Und zwar Springschwänze und weiße Asseln habe ich dann auch noch eingesetzt ein paar Tage später. Habe ich aber ganz vergessen zu erwähnen. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man Springschwänze und weiße Asseln oder zumindest Springschwänze einsetzt. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo sehen kann. Wahrscheinlich gerade nicht. Aber habe ich auf jeden Fall auch das Terrarium mit Springschwänzen angeimpft, damit sie sich um den ganzen Abfall kümmern, nämlich hier Blätter, was absterben, damit alles schön gesund bleibt. Dann geht es gleich weiter mit dem Mini-Wasserfall-Terrarium, also den 45P, was ich vor dem Terrarium hier aufgebaut habe, war mir so zur Übung, wie das mit dem Bio-Schaum funktioniert. Und das entwickelt sich auch ganz gut. Ich hatte am Anfang ziemlich Probleme mit Cyanobakterien. Die werden aber jetzt schon besser, es sind noch ein paar da. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, das bekomme ich in den Griff. Ich habe die einfach mit Wasserstoffperoxid behandelt, damit die weggehen. Hier sind natürlich auch keine Tiere drin und hier werden auch keine Tiere reinkommen. Ist einfach zu klein für die. Hier vorne habe ich ja das Liliopsis brasiliensis eingesetzt. Das wächst ziemlich langsam. Deshalb habe ich das Ganze jetzt nochmal mit Ricardia, mit Korallenmoos ausgelegt, damit das einfach dicht wird und grün wird. Sonst, die Farne wachsen ganz gut. Hier vorne war ein größerer Teil von dem Farn. Den habe ich jetzt aufgeteilt und hier hinten eingesetzt, damit es hinten mehr grün wird. Die anderen Pflanzen wachsen auch richtig gut an. Die grasartigen hier, auch hier hinten, wachsen richtig gut und sind festgewurzelt. Und auch die ganzen Farne funktionieren richtig gut und sind auch alle da, ist nichts abgestorben. Auch das Moos breitet sich aus und schaut gut aus. Auch der Wasserteil funktioniert gut. Also da kann ich nicht allzu viel sagen, bis auf dass sich das Ganze halt ziemlich pflegeleicht gut entwickelt. Ab und zu putze ich mal die Scheiben von ihnen, fülle das Wasser nach, mache einen kleinen Wasserwechsel, ist halt relativ wenig Wasser drinnen und mehr mache ich da eigentlich nicht. Also hauptsächlich, dass ich das Wasser nachfülle und die Scheiben mal putze, wenn sie halt schmutzig sind.
Dann hier in der Ecke ist eine Caladea, ich weiß jetzt den Namen nicht, das habe ich relativ neu, bekommt auch schon neue Blätter, sehr cool. Ich wollte hier eine Pflanze haben, die ein bisschen größer ist, aber auch mit weniger Licht klarkommt, weil hier ist das Fenster und da kommt nicht so viel Licht hin. Und die Caladea-Arten kommen meistens mit ein bisschen weniger Licht aus. Brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Licht, aber ich denke, die Ecke passt ganz gut für die. Aber ich will das Ganze ein bisschen umgestalten, weil das gefällt mir einfach nicht, dass der kleine Unterschrank hier ist. Und hier, das schaut einfach nicht gut aus. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden, aber ich muss mal schauen, was ich hier mache. Hier steht der eine Sessel. Ich hatte auch noch eine Bank dazu. Die stand hier in der Mitte, die steht jetzt in einem anderen Raum. Also die habe ich noch, aber die steht jetzt nicht mehr hier, weil sonst einfach zu eng hier wäre. Wie ihr vielleicht jetzt schon gesehen habt, es gibt hier einige Sachen und ich habe noch einige Sachen vor. Und das kostet natürlich alles viel Geld. Und es freut mich, dass ich durch die Videos mir das Ganze finanzieren kann. Also wenn ihr die Videos schaut, schon mal vielen Dank dafür. Das hilft mir dabei, das Ganze umzusetzen. Und falls ihr dann mich noch ein bisschen mehr unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Ist in der Beschreibung verlinkt, auch unter dem Video ist ein Button. Klickt da mal drauf, schaut euch das an und dann schon mal danke für euren Support. Dann geht es weiter mit noch mehr Zimmerpflanzen und meinem Schreibtisch. Der Schreibtisch steht jetzt hier vor dem Fenster. Ich habe ein paar Rollen montiert, damit ich ihn jederzeit verschieben kann, damit ich auch besser zum Fenster hinkomme. Zu den Zimmerpflanzen, das hier ist ein Philodendron, aber ich weiß die genaue Art nicht. Also vielleicht weiß es ja wer. Finde ich mal ganz cool, wächst ja auch richtig gut beim Fenster, vor allem jetzt, wo es Frühling wird und Sommer, wachsen die Pflanzen vor allem viel besser, weil viel mehr Licht hinkommt. Dann hier eine Begonie, ich glaube Forellenbegonie heißt die oft. Fand ich auch ganz cool. Ich wollte halt was, ob das ein bisschen pflegeleicht ist und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist eine, glaube ich, eine Standardpflanze. Dann hier eine Alocasia Poly. Wächst auch richtig gut. Ich habe hier so Orchideentöpfe. Und das ist ganz gut, wenn ich die gieße, dann steht das Wasser nicht unten in der Pflanze und es entsteht Staunässe, sondern es steht das Wasser unten im Topf und die Pflanze kommt nicht hin. Und dann leere ich das Wasser nach einer Zeit aus. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich Staunässe bekomme in den Pflanzen, was nie gut ist, wenn Wasser in den Pflanzentöpfen steht. Dann hier habe ich mir letztens eine fleischfressende Pflanze gekauft, vielleicht auch um die Trauermücken so ein bisschen loszubekommen. Dann daneben habe ich einen Seemandelbaum, also vielleicht kennt ihr die Seemandelbaumblätter, habe ich mir auf einer Messe gekauft und der wächst echt extrem schnell. Ich habe heute irgendwelche, so ich glaube Blattläuse entdeckt, die habe ich aber nur auf der Pflanze, ich habe sie mal abgewaschen und mal schauen, immer wieder ein bisschen abwaschen und hoffe, dass es nicht überhand nimmt. Aber die wächst extrem schnell und die kann auch nass stehen, also da steht immer ein bisschen Wasser auch drinnen. Auch wieder so ein Gelbtafel für die Trauermücken. Bisschen Prävention, sind überall mal verteilt, damit die sich hier festkleben auf den Stickern und nicht mehr in die Erde fliegen und Eier legen. Dann hier der Bonsai, das ist ein Ikea-Bonsai. Und den habe ich gekauft, als ich in die Wohnung eingezogen bin, vor so 5-6 Jahren. Und immer wieder verliert er mehrere Blätter, aber die kommen wieder nach und er lebt immer noch. Also finde ich echt erstaunlich, dass der immer noch lebt. Dann hier hinten habe ich noch einen Philodendron, der aber eher am Sterben ist. Ich weiß nicht ganz genau warum. Ich hatte ja vor ein paar Monaten Tripse und der hat das gar nicht gut überstanden. Und seitdem schaut er nicht gut aus. Dann hier hinten ist noch so ein, ich glaube, so ein Gummibaum. Der steht hier in der Ecke. Den braucht man auch nicht so oft gießen, deshalb ist er hinten in der Ecke platziert. Hier habe ich so einen Hängetopf, wo ein Philodendron Scandens drinnen ist. Mir gefallen so grüne Blätter viel besser. Ich bin nicht so der Fan von so weißen, panaschierten Pflanzen, zum Glück, weil die sind ziemlich teuer. Mir gefallen die ganz standardmäßigen Grünen viel besser, deshalb habe ich den auch hier hingehängt. Ich habe mir jetzt noch zwei von denen bestellt, von den Hängetöpfen, damit sie noch hier hinkommen. Ich habe auch schon einen Nagel, damit das noch ein bisschen voller wird hier, das Fenster. Dann habe ich hier zwei so Moosstäbe. So, zeige ich das mal hier. Das sind so selbstgebaute Moosstäbe, die werden immer bewässert mit der Flasche, damit das Ganze feucht ist. Und dadurch wachsen die Pflanzen besser nach oben und können sich auch in den Moos drin festwurzeln. Und dadurch werden die Blätter auch größer. Also das ist jetzt eine Monstera Adansonii, also die ganz normale Adansonii. Auch keine besondere. Waren auch ein paar Cuttings, die Pflanze sah auch mal schlecht aus, aber jetzt mittlerweile ist sie gut nachgekommen. Auch hier die kleinen Cuttings, also die kleinen Blätter, werden auch hoffentlich bald größer werden. Dann hier habe ich eine zweite Pflanze auf seinem Moosstab, das ist ein Philodendron. Ich glaube, es ist ein Philodendron Pearl Marks. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das wisst, was für ein Philodendron das ist. Also ich habe den vom Laden von Liquid Nature, einen Abschnitt. Und im Laden ist der auch schon ziemlich groß, also die Pflanze ist ziemlich groß, aber die Blätter sind noch ziemlich klein. Ich bin mal gespannt, jetzt wo er an den Moosstab ist, ob die Blätter größer werden. Also ich glaube, sie werden aber schon ein bisschen größer als am Anfang. Also bin ich mal gespannt, finde ich aber auch sehr cool. Ich mag halt grüne Pflanzen.
Dann hier mein Schreibtisch vor dem Fenster. Ich habe aber auch den Vorhang, den ich zuziehen kann, falls die Sonne zu stark reinscheint. Hier schneide ich die meisten Videos, arbeite auch ein bisschen von zu Hause für Liquid Nature, aber mittlerweile auch mehr im Laden. Also hier mein Schreibtisch-Setup. Ich habe zum einen hier mein Stand-PC und auch hier mein MacBook, auf den schneide ich mittlerweile die ganzen Videos. Und auch hier bin ich immer wieder mal live auf Twitch. Mal schauen, mal mehr, mal weniger. Aber schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten hier hinten sind noch ein paar Pflanzen. Ich weiß nicht, was wie die hier heißt. Ich glaube, ich habe mal gehört Geldbaum. Aber es gibt auch andere Pflanzen, die Geldbaum heißen. Ich glaube auch Wasserkastanie oder irgendwie mit Kastanie. Also bei manchen Pflanzen bin ich noch ein bisschen unsicher. Ich mache das mit den Pflanzen erst seit ein paar Monaten, dass ich mich damit mehr beschäftige. Die war so geflochten, die habe ich aber auseinandergenommen und halt nicht mehr so geflochten gelassen. Weil wenn die so geflochten sind, dann werden die früher oder später mal absterben und gammelig werden und nicht wachsen. Also das ist ein bisschen blöd, die werden so verkauft, so geflochten. Aber wenn die dann größer werden, dann nehmen sie sich gegenseitig den Platz weg und werden meistens sterben. Deshalb habe ich die halt so auseinandergesetzt. Und daneben habe ich noch so eine ganz normale Efeutute zum größten Teil in dein Glas mit Wasser, also ein Epiprenum, ich weiß nicht was für eine Form. Den habe ich auch schon ewig und hier noch zwei Töpfe, aber den werde ich auch bald in einen Topf zusammenfassen und halt hier als Hängepflanze hinhängen. Dann geht es hier weiter mit dem Wabikusa-Regal, mehr oder weniger, mittlerweile nur noch ein Wabikusa. Fangen wir oben mal an. Hier ist zum einen die ADR-Toolbox und die Box von der ADR-Schere von der 30 Jahre Jubiläums Edition. Und hier ist ein Kokedama. Also, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Es gibt ja Wabikusa-Bälle. Aber es gibt auch Kokedamas und die sind aus Zimmerpflanzen. Also, es ist ein Moosball, wo eine Zimmerpflanze rauswächst. Hier ist auch so ein Geweih an, ist mit Erde und dann halt mit Moos umwickelt. Und die bewässert man halt immer nur. Legt man, ich junge die einfach ins Aquarium ein. Sonst kann man sie auch einfach in eine Schüssel nehmen, damit sie nass wird. Und finde ich auch richtig cool. Vielleicht mache ich da mal ein Video drüber, wenn ihr da Lust drauf habt. Schreibt das in die Kommentare. Dann hier geht es weiter mit Pflanzen. Hier Philodendron Micans, der so mittel ausschaut. Die Blätter sind ein bisschen verkrüppelt. Der hatte auch die Tripse und sah deswegen nicht so gut aus. Aber mittlerweile kommt er schon wieder schön nach. Werde ich vielleicht auch dann hier drüben aufhängen und nicht mehr hier stehen haben. Dann hier noch ein paar mehr Pflanzen. Hier zwei Marubots. Einmal die neue Version mit den Löchern. Habe ich mal in einem Livestream gemacht mit Sphagnummoos und einer kleinen Orchidee auf so eine Korkwurzel. Und den alten Marubot habe ich auch letztens in einem Livestream gemacht mit einer Begonie. Die wird zwar ziemlich groß irgendwann, aber erstmal denke ich, wird sie hier passen. Ein bisschen Säul und halt so ein bisschen Moos, was ich benutzt habe für das Kokedama. Hatte ich ein bisschen was übrig und habe es hier reingegeben. Dann habe ich hier hinten noch zwei Pflanzen. Einmal den Epiprenum, den ich auch beim Paludarium habe, auch mit seinem kleinen Moosstab oder seiner Moosrankhilfe. Und hier einen Philodendron Silver Sword, müsste das sein, ja, auch auf seinem Moosstab. Habe ich auch als letztes eingesetzt. Das Ganze wird dann beleuchtet von der ONF Mist O, seine Magnetlampe. Hat sehr schönes Licht. ONF benutzt die auch oft für Zimmerpflanzen. Und das passt ja echt gut mit den Pflanzen und den Marubots. Daneben steht noch ein Wabikusa, und zwar so ein 5 Liter Cube, ist jetzt auch schon, glaube ich, ein Jahr alt oder über ein Jahr alt. Habe ich letztens jetzt ein bisschen zurückgeschnitten, werde ich aber, denke ich, bald mal neu machen oder was anderes hier hinstellen. Dann hier das Mini-Aquarium, das steht noch immer trocken und noch so ein paar andere Sachen. Hier drunter, das habe ich heute erst gemacht, und zwar habe ich hier jetzt so eine alte Lampe aufgeklebt, also so eine MG Heroes A-Serie. Und dann habe ich hier ein paar Pflanzen drunter gestellt. Zum einen eine Alocasia, ich glaube Silver Dragon oder Dragon Scale. Bin ich mir gerade nicht sicher. Dann die Alocasia Pink Dragon. Und hier habe ich noch so ein Wabikusa und irgendeine Flasche. Das werde ich auch noch austauschen und vielleicht noch mehr Pflanzen hinstellen. Hier drunter habe ich dann verschiedene Bücher und noch verschiedenes anderes Zeug und Dünger und so ein paar Sachen. Muss ich auch noch ein bisschen sortieren, damit das schön ausschaut. Hier eine Gießkanne, hier fülle ich immer Aquariumwasser ein, wenn ich einen Wasserwechsel mache. Und mit dem Aquariumwasser gieße ich dann die ganzen Zimmerpflanzen. Wie ihr jetzt gesehen habt, es sind jetzt viele Terrarien und Zimmerpflanzen dazu gekommen. Und bis jetzt habe ich ja immer zu dem Raum hier Aquascaping Studio gesagt, weil hier arbeite ich, hier mache ich die Videos und hier sind meine Aquascapes. Aber jetzt kommen auch noch mehr Terrarien dazu und mehr Zimmerpflanzen, deshalb suche ich einen neuen Namen. Dafür möchte ich jetzt ein Gewinnspiel machen, also schreibt gern Namensvorschläge in die Kommentare. Unter jedem, der mitmacht, verlose ich einen Gutschein im Wert von 30 Euro, der einfach ausgelost wird. Also auch wenn ihr keine guten Ideen habt, schreibt einfach irgendeinen Vorschlag rein. Auch wenn ihr vielleicht denkt, das wird sowieso nicht der Name, aber schreibt gern mal rein. Also vielleicht ist hier irgendwas dabei, wo ihr denkt, das passt nicht, aber es
gefällt mir irgendwas in ihren Grund, das ist trotzdem cool. Also hat zum einen jeder eine Chance und für die Person, die den perfekten Namen findet, für die gibt es 50 Euro. Also seid kreativ, schreibt auch gerne verschiedene Vorschläge in die Kommentare, vielleicht so ein bisschen Begründung, warum das gut passen könnte, und dann bin ich mal gespannt auf eure Vorschläge. Ich weiß noch nicht, wie lange das Ganze gilt, ich werde das Ganze in der Beschreibung nochmal genau aufschreiben, da könnt ihr auch schauen, bis wann das Ganze gilt, also bis wann ihr mitmachen könnt. Die Gutscheine sind auch noch nicht abgesprochen mit Liquid Nature, also ich werde die auch wahrscheinlich einfach selbst kaufen und dann halt einfach an die Gewinner weitergeben. Und jetzt geht's weiter mit den Aquarien. Also keine Angst, in Zukunft wird trotzdem noch viel Aquarien-Content kommen. Ich werde noch viele Sachen mit Aquarien machen und Terrarien kommen halt nur dazu. Aber trotzdem werden die Aquarien auch immer noch ein großer Teil vom Kanal bleiben. Erstmal zum 45P zum Iwagumi. Das habe ich jetzt letztens vor ein paar Tagen abgebaut. Ich hatte einfach jetzt eigentlich mal Lust drauf, dass das eigentlich mal neu wird. Ich habe auch schon einige Sachen da, und zwar von AK. AK ist ja schon länger Sponsor von meinem Kanal und die supporten mich da wieder. Also vielen Dank dafür. Sind einfach nur gute Produkte und benutze ich schon seit mehreren Jahren. Zum einen Mini-Landschaft, daraus werde ich ein Scape draus bauen, also das Scape wird mit Mini-Landschaft sein. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie das Scape werden wird. Das werde ich jetzt die nächsten Wochen mal schauen. Dann habe ich hier das neue CO2-System von AK und das finde ich richtig cool. Das Gute daran ist, dass man das mit so Chemikalien wieder ansetzen kann. Es gibt dann so Nachfüller, also zum einen Zitronensäure und das andere ist Natron, also Baking Soda. Und das kann man dann jederzeit einfach nachfüllen und braucht dann nicht irgendwo hinfahren, die CO2-Flasche anfüllen zu lassen oder austauschen zu lassen. Finde ich auf jeden Fall richtig praktisch. Die würde ich dann für das Aquarium verbauen. Und sonst habe ich hier noch so ein paar andere Sachen. So 45P von Liquid Garden mit der Twinstar S3. Ich glaube einen JBL 402 als Filter. Und hier, das werde ich wahrscheinlich auch mit den Microblift-Dünger düngen. Gibt jetzt auch einen MPK-Dünger, Eisendünger und dann noch den flüssigen CO2-Dünger. Aber sonst wird das halt mit sehr vielen AK- und Microblift-Produkten laufen, das Aquarium. Die nutze ich ja sowieso auch sonst in den meisten Aquarien. Also das wird dann demnächst eingerichtet. Dann daneben ist ein Aquarium im Darkstart. Habt ihr vielleicht das Video schon gesehen? Wenn nicht, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ist das ADA60P ein Nature-Aquarium. Soll ein Easy-Nature-Aquarium werden. Also ein Easy-Aquarium mit ziemlich vielen leichten Pflanzen. Ich schalte mal kurz das Licht ein. So, jetzt mit Licht und Light Ground. Ist jetzt halt noch nicht bepflanzt, ist jetzt noch in Darkstart, damit der Bakterienrasen weg ist. Jetzt ist der Bakterienrasen schon ein bisschen da, es läuft jetzt so 2 Wochen im Darkstart, also noch so 2 Wochen, dann wird es bepflanzt. Ist wie gesagt ein ADA60P mit einem Premium Cabinet und das Lampe habe ich hier, die Twinstar B-Line, das 2er Modell mit integriertem Dimmer und die ist auch ein bisschen stärker, aber halt nicht so extrem stark. Reicht aber, denke ich, ziemlich gut für das Aquarium. Mit dem Lightground schaut es gerade ein bisschen dunkel aus. Auf der Kamera zumindest, in echt. Ja, so in echt kommt es so rüber. Also wie es jetzt ist. Also manchmal wirkt es ein bisschen dunkel mit dem Lightground, weil er halt ziemlich hell ist. Aber finde ich auf jeden Fall ausreichend, vor allem für die Bepflanzung, was ich da geplant habe. Dann geht es weiter mit dem nächsten 60P, und zwar den Liquid Garden 60P. Ist gerade ziemlich überwuchert. In der letzten Rundtour habe ich es gerade zurückgeschnitten gehabt. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Ziemlich überwuchert, ziemlich voll mit Pflanzen. Aber ich werde wahrscheinlich einen Teil der Stängelpflanzen in den Aquarium und vielleicht auch in den Aquarium benutzen. Deshalb lasse ich jetzt das noch ein bisschen und schneide dann zurück und benutze die Pflanzen gleich wo weiter. Das Aquarium entwickelt sich aber gerade richtig gut, finde ich. Also mir gefällt es gerade extrem gut. Da ist jetzt von Gios das Backlight montiert und die Pflanzen wachsen einfach richtig gut. Hier die Rhodalahara wird schon richtig rot. Dann das ganze Ricardia, das Korallenmoos wächst schön an. Das muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen abernten, da es nicht so viel ist. Auch die Putzephalandras muss ich ein bisschen ausdünnen, die kommen aber dann wahrscheinlich in das 60P. Hier als Besatz sind ja die Sonantanio axlerodi und Dario Dario Black Tiger. Hier hinten kann man einen sehen. Ist aber gerade nicht so rot, also es gibt auf jeden Fall dominanteres Männchen, was richtig rot ist mit einem schwarzen Kopf. Aber die Sonantanio axlerodi gefallen mir auch richtig gut in den Aquarium. Also das Aquarium entwickelt sich eigentlich seit Tag 1 extrem gut. Auch wenn ich zwischenzeitlich mal relativ wenig gemacht habe und immer so alle 2 Wochen einen Wasserwechsel gemacht habe, schaut es aktuell richtig gut aus. Ich habe hinten nochmal ein paar Düngekapseln nachgesteckt. Zum Beispiel hier, da ist die Bogosdemon Helferi. Die schaut immer noch nicht so ganz happy aus, aber auf jeden Fall besser. Jetzt mit der Düngekapsel. Hinten habe ich den Sand ein bisschen aufgefüllt. Unten einen Stein ergänzt, also hinten der eine Stein rechts, der kleine, den habe ich ergänzt, damit der Sandweg einfach ein bisschen besser endet. Gefällt mir jetzt auch viel besser. Hier kommen halt jetzt gerade die ganzen Pflanzen nach vorne.
aber es schaut gerade richtig gut aus, auch richtig schön am assimilieren. Ist auch sehr nice. Hier ist ja auch die Twinstar S3 und ist immer noch eine meiner Lieblingslampen, muss ich sagen. Vor allem für einen 60p gefällt es mir richtig gut. Also mir gefällt das Licht gut, ist ein bisschen rötlicher, ist halt Geschmackssache, aber mir gefällt es sehr gut. Ansonsten habe ich hier noch die Queen Jade Garnelen, die ziemlich dunkel sind. Also von grün erkennt man da nicht so viel. Sollten aber die Queen Jade sein. Also ist ein bisschen dunkelgrün. Wenn man es weiß, sieht man es. Aber ich glaube, meistens würde man sagen, das sind blaue Garnelen oder dunkelblaue. Auch hier schaut irgendwie mehr bläulich aus. Der Wasserwechsel ist so 1,5 Wochen her. Da habe ich auch die Glaswäre sauber gemacht. Deswegen ist die auch gerade sauber. Manchmal ist sie auch so wie beim 90B hier drüben. So ein bisschen schmutzig. Aber eigentlich meistens schaue ich schon, dass ich so alle 4 Wochen sauber mache. Dann ist sie auch fast immer schön. Dann hier in der Ecke ist noch eine Zimmerpflanze. Auch noch so eine Efeutute Epiprenum. Müsste das sein, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ja, habe ich auch schon ziemlich lang und ist auch schon ziemlich groß. Finde ich auch sehr cool. Vielleicht muss ich den Stab hier nochmal verlängern, damit sie noch höher wachsen kann. Und hier habe ich ein paar Bilder von meinen Aquarien. Und zwar sind das Displays. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne meine Beschreibung. Da könnt ihr auch die Displays hier von mir kaufen. Ich habe ein paar andere Motive noch und werde in Zukunft noch mehr online stellen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut mal in der Beschreibung vorbei. Ich finde vor allem das Aquarium eignet sich perfekt. Ich habe das noch einmal ohne den schwarzen Rahmen, wo es ein bisschen reingekroppt ist. Also wo man dann in etwa das sieht. Aber das gefällt mir richtig gut, das Aquarium, wenn ich das auch immer auf dem Foto sehe. Muss ich da immer zurückdenken, wo es halt hier stand. Das war halt vor 2 Layouts. Hier drinnen in dem Aquarium. Also das ist immer schon ganz cool mit den Final Shots für den IR-PLC oder generell mit Final Shots. Ist jetzt noch ein bisschen Zeit, um einen Final Shot zu machen. Werde ich auch von den 90p jetzt machen. Aber immer so Erinnerungen. Also das zum Beispiel war das erste Layout im 90p. Dann hier, das war das zweite Layout im 90p. Dann das dritte, das Nature Aquarium. Und jetzt das neue, das ich würde auch sagen in die Richtung Dioramascape. Zu einem Aquarium habe ich ja letztens ein Video gemacht, dass es das letzte Video zu einem Aquarium ist. Jetzt seht ihr es nochmal in der Roomtour, ich werde jetzt die nächsten Wochen einen Final Shot machen und dann werde ich es entweder verkaufen oder abbauen, beziehungsweise wenn es keiner kauft, dann baue ich es ab. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und euch jetzt fragt, warum ich es jetzt schon abbaue, ist ja noch nicht so alt und warum ich es verkaufe, hat ein paar Gründe. Zum einen, ich habe Cladophora Algen. Mittlerweile sind die schon echt zurückgegangen, also hier auf den Stamm waren ja ein paar, hier ist fast nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen was, also es ist nicht so schlimm, aber sie sind trotzdem da und die Chance, dass ich die in andere Aquarien rüberschleppe, ist einfach zu groß. Und zum anderen möchte ich das Aquarium verkaufen, weil ein größeres herkommt. Und zwar werde ich statt dem Aquarium ein 120p aufstellen, also 1,20 m x 50 x 50, ca. 300 Liter. Das wird wahrscheinlich nicht hier hinkommen, weil es halt sonst bis hier rüber gehen würde, bis zu den Rollwagen. Das wäre ein bisschen zu groß wahrscheinlich, muss ich mal schauen, wenn es dann kommt. Das wird wahrscheinlich einfach hier hinkommen, wo die 260p stehen. Geht dann ca. bis hier hin, weil hier ist ein Spalt. Und dann kommt eins von den 60p wahrscheinlich auf die Seite. Die Aquarien rutschen rüber, vielleicht kommt auch das Regal hier drüben hin. Ich war mir nicht sicher, ob das von der Statik passt, ich habe mich aber da informiert und es ist kein Problem, weil die Wand ist auch eine Außenwand und das ist auch eine tragende Wand hier drüben, also ist das kein Problem, wenn da das 1,20 Meter Aquarium steht. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also es dauert jetzt noch ein paar Wochen, bis es kommt, das Aquarium ist gerade nicht verfügbar. Also es wird ein ADA 120p wieder auf einem Premium Cabinet und Beleuchtung und sowas, das kommt dann in den nächsten Videos. Aber das wird bald kommen und deshalb muss das Aquarium weg, weil sonst wird es einfach zu viel. Und das 120b ist natürlich auch nicht so günstig, deshalb wäre es nicht so schlecht, wenn ich das Aquarium hier verkaufe. Zeigen wir aber hier auch noch die Entwicklung. Ich habe jetzt gerade hinten links und rechts ein schwarzes Papier hingegeben, damit das ein bisschen abgedunkelt ist. Also hier kann man es vielleicht ein bisschen sehen, damit es nicht so durchleuchtet, damit es einfach auf dem Foto besser ausschaut. Ansonsten, was so ein Highlight ist für mich, ist der Bulbitis. Schaut richtig schön aus, so klein, so hängend von oben. Dann hinten habe ich ein paar Pflanzen ergänzt, das Myrophyllum Roraima und dann Myrophyllum Guyana drunter. Sonst die Steine sind gerade ein bisschen grünlich, ist aber nicht schlimm, schaut mich jetzt nicht so. Dann die Pflanzen hier in den Übergangsbereich wachsen auch schön durcheinander, schön natürlich, mehr oder weniger. Auch hier so dazwischen, hier das Fizzy Dance wächst nicht so gut. Ich habe jetzt immer wieder ein bisschen Easy Carbo dosiert und mit Wasserstoffperoxid die Cladophora-Algen eingenebelt, aber gar nicht zu häufig. Und dadurch wächst das Moos einfach nicht so gut, das gefällt denen glaube ich nicht so. Ansonsten Fischbesatz sind die Keilfleckwerblinge,
die gelben von Domsheimler und die Puraras Urupteroides. Hier in der Mitte habe ich noch ein bisschen Trident-Fun links und rechts eingesetzt, damit es noch ein bisschen voller wird. Habe ich nachgesetzt vor ein paar Wochen. Und sonst wächst auch alles gut an. Also auch die Anubias, es sind ziemlich viel Anubias Kiriminis in dem Aquarium. Und auch von der Green Jade, da hat sich auch ein Teil aufgelöst, aber ein Teil hat überlebt. Hier ist auch noch mehr Green Jade. Auch ein bisschen was von der Pangolino ist hier eingesetzt. Hier hinten, ich glaube, noch ein paar Buzifalandras. Needle Leaf, glaube ich, waren das. Also das entwickelt sich schon ziemlich gut. Auch hier von oben. Auch die Pinnativida wächst schön, muss mal ein bisschen in Schach halten. Hier hinten wachsen noch ein paar Pflanzen. Also ich glaube, das ist Hypophila spitaiga. Ich glaube, das ist eine Tiger. Und hinten Bogosdemon Yatapauensis wächst auch gerade raus. Hier die Versicaria Sao Paulo wächst raus. Auch sehr schön. Auch hier so ein bisschen Bulbitis. Auch hier so ein bisschen Bulbitis wächst schon raus. Das wird noch ein bisschen mehr werden. Und auch die Pinnativida wird hier noch mehr rauswachsen mit der Zeit. Das braucht ja noch ein bisschen. Ist halt jetzt echt schade, dass es jetzt bald wegkommt. Und es wäre halt echt schade, wenn ich das abbauen würde. Weil dann würde ich halt alle Pflanzen wegschmeißen wegen den Cladophora-Algen. Deshalb, falls ich dabei findet, wäre schon cool, wenn die Person es dann weiter betreiben würde. Hier steht dann auch der Maintenance-Schrank, also so ein IKEA-Servierwagen mit Tools und Futter. Und hier unten sind noch Wasserzusätze und so weiter. Ist ganz praktisch, mit Handtücher. Ganz cool, werde ich immer wieder mal gefragt, von wo der ist. Ist von IKEA, gibt da die passenden Einsätze. Also kann ich nur empfehlen. Und das war's jetzt mit der Roomtour von meinem Aquarienzimmer, Aquascaping Studio. Ich bin mal gespannt, was für einen Namen wir dafür finden werden. Ich werde dann vielleicht noch eine Abstimmung machen, wenn ich ein paar Namen habe, die mir gefallen. Falls ihr jetzt mehr von mir sehen wollt, von meinen Videos und wie ich das Ganze hier aufbaue, abonniert gerne meinen Kanal. Und hier kommt jetzt eine Playlist, wo ich ein ganzes Aquascape aufbaue, Schritt für Schritt, auch ideal für Anfänger. Also schaut da gerne rein.